Ich habe mir gerade da mein Mikrofon draufgeklippt, in der Hoffnung, dass dann der Wind nicht so beim Mikrofon vorbei weht und ihr die ganze Zeit nur hört. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht es ein bisschen besser, wie es mir die letzte Woche gegangen ist. Mich hat der Husten, der gute alte Husten, heimgesucht und ich habe ein bisschen eine Trainingspause einlegen müssen. Auf alle Fälle bin ich gerade auf einem kleinen Morgenspaziergang, weil ich bin ja total außer Atem und ich glaube, man hört es auch noch ein bisschen bei meiner Nase, dass die ein bisschen rinnt. Ja, ich habe mir gedacht, ich integriere wieder regelmäßigere Spaziergänge, Morgenspaziergänge in meine Morgenroutine, weil ich das im Sommer immer mega gern mag. Im Winter ist mir einfach zu kalt, zu finster und zu unangenehm. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Man muss wirklich ehrlich bleiben. Die, die immer schon länger folgen, die wissen, dass ich aktuell meinen Master mache und ich gerade dabei bin, meine Masterarbeit zu schreiben. Das bedeutet, dass ich eigentlich den ganzen Tag nur vorm Computer sitze und versuche da produktiv irgendwas in die Tasten zu hauen. Wenn ein Trainingstag ist, einfach trainieren fahre. Also das ist momentan so mein aktueller Stand der Dinge. Und da habe ich mir gedacht, ist einfach angenehmer, wenn ich in den Tag starte und einfach schon ein bisschen gegangen bin, ein paar Schritte reinbekommen habe, ein bisschen frische Luft. Und jetzt fällt mir mein linkes Flügel schon fast runter, weil die Kamera doch ein bisschen schwer ist. Ich wollte euch heute einfach einmal auf meiner kleinen neuen Morgenroutine mitnehmen. Ich weiß, dass diese Videos ziemlich gern angesehen werden, weil mein letztes Morgenroutinen-Video auch ziemlich gut angekommen ist bei euch. Und deshalb habe ich mir gedacht, wenn ich schon einen neuen frischen Wind reinbringe und da meine eigene Morgenroutine wieder ein bisschen update, ein bisschen an den Sommer anpasse und ein bisschen an meine Tagesroutine anpasse, dann kann ich das Ganze auch filmen und mitdokumentieren. Ich hoffe, das ist nicht zu lästig. Aber der Schnupfen oder diese Nase, die rinnt einfach immer noch. Falls ihr auch gerade verhindert seid, dass ihr irgendeinen Sport macht, weil ihr krank seid oder weil ihr irgendwie verletzt seid, nehmt euch die Zeit, gebt euch eurem Körper die Zeit zum Recovern, zum Regenerieren, dass er einfach wieder fit und gesund werden kann. Und danach kommt man dafür doppelt so energiegeladen wieder zurück ins Training oder in seinen Sport. Aber während man krank ist, not a good idea. Es ist irgendwie einfach nett, da so zu gehen und ein bisschen zu plaudern. Das ist wie, wenn wir gemeinsam spazieren gehen würden. Wisst ihr? Macht das Sinn? Ich gehe da gerade so neben der Autobahn. Also falls man die Autobahn ein bisschen im Hintergrund hört, es ist die Autobahn. Und mein restlicher Tagesplan für heute ist Frühstück, natürlich. Dann werde ich mir ein bisschen zusammenrichten. Für keinen speziellen Grund, aber einfach zusammenrichten, weil ich irgendwie finde, dass das mehr Produktivitätsvibes da reinbringt, als wenn man da im Pyjama den ganzen Tag herumvegetiert. Dann werde ich mich zu meinem Computer setzen und einmal beginnen, das zu erledigen, was ich heute für meine Masterarbeit zu erledigen habe. Nur ein kleines Training auf dem Plan, glaube ich. Zugegeben, das habe ich jetzt gerade nur, also ich bin in diese Richtung gerade nur gegangen, weil ich mir gedacht habe, das schaut fürs Video gut aus. Da war gerade eine kleine Baustelle hinter mir und da hat es gerade genau so gerochen, wie es bei uns in der Werkstatt immer gerochen hat, in der Uni, wenn wir Holz ein bisschen zu intensiv an der Tellerschleifmaschine gehalten haben. Was tust denn du da? Das ist irgendwie schräg. Ich bin jetzt 66 Minuten gegangen. Ich habe mir gedacht, dass es regnerischer ist heute. Also es hat zum Glück, Gott sei Dank, nicht geregnet. Ich wäre aber auch voll bereit gewesen für einen Regenspaziergang mit Regenjacke und allem drumherum. Bin aber trotzdem froh, dass es nicht geregnet hat, weil es einfach trotzdem angenehmer ist, wenn man gehen kann, ohne,
ohne dass man waschelnass wird. Waschelnass österreichisch für sehr nass. Und was ich mir jetzt gerade noch gedacht habe, wie ich die letzten paar Meter gegangen bin, da wo einfach die ganzen Kaffeehäuser waren, habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich mega smart gewesen, wenn ich meinen Laptop mitgenommen hätte und das ganze Zeug, was ich brauche zum Arbeiten, einfach eingepackt. Dann hätte ich mir jetzt in ein Kaffeehaus sitzen können, einen Kaffee trinken und dort ein bisschen arbeiten. Weil das ist was, was ich sehr gerne mag, wenn ich Phasen habe, wo meine Produktivität ein bisschen runtergeht. Vor allem mit dem Homeoffice, vielleicht kennen das einige von euch, ebenso. Wenn man dann ständig nur mehr zu Hause ist und nur mehr beim selben Setup, mit demselben Tisch, mit derselben Wand, alles immer gleich bleibt, dann kann man, vor allem wenn man kreative Sachen macht, oft einmal so eine Wand erreichen und irgendwann ist dann der Ofen aus. Und da hilft es mir dann auch einfach oft sehr, wenn ich meine Sachen schnappe und in ein Kaffeehaus zisch und da ein bisschen gemütlich vor mir hin arbeite, weil da einfach ein bisschen was los ist. Da hat man eine andere Umgebung, es ist einfach angenehm und gemütlich. Und das wäre auch was gewesen, was für dieses Video wahrscheinlich sehr cool gewesen wäre. Habe ich aber nicht gemacht, deshalb werde ich jetzt, ich muss ganz dringend tanken, nach Hause zischen und mir ein bisschen zusammenrichten und dann frühstücken. Frühstücken ist jetzt einmal das Nächste, was passieren wird. Natürlich gibt es heute Porridge. Das Wetter ist heute sehr nach einem warmen Frühstück. Porridge haben wir jetzt, glaube ich, schon 100.000 Mal gemeinsam gekocht. Also werde ich das jetzt nicht mehr integrieren, aber bei mir gibt es jetzt einmal mein Frühstück. Ich werde mir einen Kaffee dazu machen. Durch das, dass ich jetzt eine Woche ein bisschen eine Pause machen habe müssen von allem, weil ich wirklich einfach nicht fit war, habe ich heute wieder diesen Punkt, wo ich reinfinden muss. Also dieses neue Reinfinden, ihr kennt es sicher, ist eines von den schwierigsten Sachen überhaupt. Wenn man schon mal mit was angefangen hat und dann in diesem Flow drinnen ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber sobald man mal rauskommt und dann wieder neu reinfinden muss, ist das einfach so viel schwerer. Und so geht es mir heute. Deshalb muss ich mich jetzt da zuerst einmal hinsetzen, glaube ich, und ein bisschen einen Überblick wieder bekommen, wo ich stehen geblieben bin, wo ich weitermachen muss und was generell der Stand der Dinge ist. Ich studiere ja Design- und Produktmanagement. Das heißt, unsere Abschlussarbeit, unsere Masterarbeit ist eine komplette Produktkonzeption von vorne bis hinten, also vom theoretischen Part, vom Research-Part, Empirie, Experteninterviews oder quantitative Umfragen, Analysen, schauen, wie es um den Markt steht, dann das Produkt selber entwickeln, designen, als Businessmodell zu diesem Produkt dazu entwickeln, das Ganze dann in eine hübsche Marketingstrategie verpacken. Und das ist ziemlich viel Arbeit und deshalb, wenn man da mal den Faden verloren hat und gar nicht mehr wirklich weiß, was hat man jetzt schon, wo muss man anknüpfen, wo macht man weiter, ist das doppelt so schwierig, wie wenn man eh schon im Flow drinnen ist und dann einfach immer weitermachen kann. Deshalb muss ich mich da heute einfach wieder reinfuchsen. Das Wetter ist aber eh sehr danach, weil es ist ziemlich bewölkt. Weil wenn es draußen schön ist, dann denkt man sich sonst sowieso die ganze Zeit, ich würde gern raus. Mit Proteinpulver. Ich habe da jetzt zurzeit, also für meinen Porridge verwende ich immer Vanilleprotein. Ich habe aber dieses Chocolate Mint zum Trinken schon ausprobiert. Ich habe es nie in einen Porridge reingegeben, aber zum Trinken ist das sehr gut. Es ist das Einzige, was ich bis jetzt probiert habe, was nicht irgendwie nach Mehl schmeckt. Und das ist gut. Ups. Super GAU! Da will man es einmal filmen in
2 Monaten und alles geht daneben. Ich habe nämlich zusätzlich keine Banane mehr. Jo! Und das war es im Wesentlichen schon mit meiner Morgenroutine. Ich habe das die letzten 3 oder 4 Jahre, glaube ich, immer so gehandhabt, dass ich Frühling, Sommer immer sehr gerne einen Morgenspaziergang gemacht habe. Ich finde das vor allem, wenn man den restlichen Tag sehr viel sitzt, da ist gerade ein Spaziergang am Morgen was so Gesundes und so Gutes für die Seele, finde ich. Spaziergang hat so viele gesundheitliche Vorteile. Es ist gut fürs Herz, für die kardiovaskuläre Fitness, ohne dass man sich da irgendwie großartig bemühen oder abmühen muss. Es ist einfach sehr gut fürs Herz und fürs Herz-Kreislauf-System. Ist erfrischt richtig, wenn man mit so einer Morgenluft in den Tag starten kann. Und ich finde vor allem heutzutage, wo wir alle an unsere Handys hängen, ist einfach das sehr schön, wenn man die ersten Minuten des Tages in der Natur draußen nutzen kann. Ich habe gesehen, dass sie diese Morgenroutinen-Videos sehr tummeln. Und ich selber schaue sowas auch sehr gerne, weil ich das einfach sehr interessant finde, wie andere Personen in den Tag starten. Was ihr da jetzt nicht gesehen habt, ist eine einstündige Morgenroutine, wo ich aufstehe, gibt ihr diese ganzen Projekte ohne Handy bewusst und hin und her und bla bla bla. Was alles gut ist und seinen Sinn hat, aber ich finde, wenn ich schon mit einer Morgenroutine in den Tag starte, die mich stresst, weil ich mir denke, das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen, nur dann bin ich bereit, quasi produktiv zu sein. Also ich versuche es immer so simpel wie möglich zu halten. Ich finde, das ist das, was für mich den kleinen, aber feinen Unterschied macht zwischen einem gelungenen Tag oder einem Tag, wo ich das Gefühl habe, ich komme mir selber nicht hinterher. Und da braucht es wirklich keine 10 Schritte Morgenroutine mit Gesichtsmaske, mit Augenpads, mit Gua-Sha-Steinen oder was auch immer. Es braucht einfach ein paar ruhige Minuten in der frischen Luft, wenn es möglich ist, und einen kurzen Moment für sich selber einfach in den Tag zu starten. Und wenn man sich das irgendwie einräumen kann, egal ob es 5 Minuten sind, ob es 10 Minuten sind oder ob es 1 Stunde ist, dann ist das in meinen Augen ein sehr guter Start für einen produktiven Tag. Was ich auch noch sagen wollte, ihr habt mir ja ein paar Fragen geschickt oder ein paar Fragen gestellt auf Instagram. Die habe ich natürlich nicht vergessen. Das wird vermutlich im nächsten Video kommen. Also ich werde mir im nächsten Video Zeit nehmen, die Fragen zu beantworten. Es sind Fragen dabei, die ich nicht einfach schnell wegfrühstücken will, sondern ich will da wirklich auf euch eingehen, eure Fragen beantworten, das so erklären, dass ihr das versteht, wie ich das sehe oder was meine Ansicht zu dem ist, und das wollte ich mir halt einfach nur aufsparen. Lasst euch von diesen produktiven Morgenroutinen, die sehr ästhetisch aussehen, die zu einem sehr ästhetischen Content verpackt sind, nicht stressen. Das ist manchmal vielleicht realistisch, aber natürlich nicht immer. Ich finde generell, dass man Morgenroutinen, obwohl es Routine heißt, nicht als Fixum sehen soll. Also wenn jeder Tag bringt etwas anderes, entweder man hat ein bisschen schlechter geschlafen oder man hat ein bisschen besser geschlafen. Es ist einfach unrealistisch, dass man jeden Tag so einem Regime folgt, weil, wie gesagt, es wird einen ab einem gewissen Punkt einfach stressen, und irgendwann geht man nur mehr durch die Motions und dann hat man nicht mehr wirklich was von dieser Morgenroutine, die einem an irgendeinem Punkt einmal Freude bereitet hat. Der eigentliche Sinn, finde ich, von einer erfolgreichen Morgenroutine ist dieser, dass man so in den Tag startet, wie man es selber angenehm empfindet. Also dass man nicht gleich fullblown Stress hat, dass man nicht gleich alles im Handy checkt, sondern dass man sich einfach entspannt Zeit lässt, einmal munter zu werden. Meine Mama zum Beispiel, die steht auf
Und die räumt sie immer 20 Minuten sowas ein, um einfach Kreuzworträtsel zu machen. Also das ist für sie eine Morgenroutine, die sie sehr entspannt, da wo sie einfach für sich selber sein kann. Wichtig bei Morgenroutinen ist einfach, dass es machbar ist, mir die selber taugt. Es bringt mir nichts, wenn ich eine schöne, ästhetische Morgenroutine im Internet finde und mir denke, wow, die Person hat es einfach, die hat es einfach verstanden. Und dann probiere ich diese Routine nachzumachen und das stresst mir am Ende des Tages mehr. Also lasst euch von Morgenroutinen nicht stressen. Findet einen Weg für euch in den Tag zu starten, der euch taugt, egal in welchem Umfang. Und dann ist das ein erfolgreicher Start in den Tag. Wenn es einmal nicht so läuft, wie man es vielleicht geplant hätte, dass man damit auch okay ist. Also für mich ist das die wahre Balance, dass man auch in Zeiten, wo es nicht so läuft, wie man es gerne hätte, dass man da auch einfach okay damit ist. Und mit diesen abschließenden Worten verlasse ich euch. Na, das klingt nicht gut. Mit diesen abschließenden Worten lasse ich euch in die Woche starten oder in den Tag starten oder in den Abend starten, wann auch immer ihr das Video anseht. Lasst mir sehr gerne ein Feedback da, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und abonniert meinen Kanal, wenn mein Content für euch was ist, was ihr gerne seht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wo ich mir euren Fragen widmen werde. Also, fasten your seatbelt. Tschüssi! Heute irgendwie das kleine bisschen extra clumsy. Normalerweise kann ich mich recht gut koordinieren, aber heute irgendwie habe ich es nicht so drauf. Oh, God send help. Send help.